Einen schönen guten Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr euch die Videos anguckt. Ich bin DaniroLP und willkommen zurück zu Tales of Graces F. Ja, ihr fragt euch bestimmt, warum ich jetzt wieder hier in Land bin. Naja, ich bin hier kurz nach dem Shop hingeflitzt, um vielleicht ein paar Klamotten zu holen, aber naja, es gibt hier nur Waffen und keine Ausrüstung, Rüstung. Ja, als ich aber dann hier über die Brücke gekommen bin, habe ich dann gemerkt, hier ist noch ein Skit und das wollte ich euch dann nicht vorenthalten. Also, bitteschön. Did you hear that, Richard? He said I'm talented with a sword. Indeed. You bested Bryce after all. Is he really that big of a deal? He is the scion of a noble family that has produced many renowned knights. In addition, he serves as my private sword instructor. Oh, that sounds pretty impressive. Indeed. What is it with you and the size lately? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Egal. Ja, ich entschuldige mich schon mal vorher, dass die letzten Parts ein bisschen kurz sind. Kurz gewesen sind. Hm. Ja, die werden noch kurz sein, das verspreche ich. Ne? Nein, dass die kurz gewesen sind und ja, das kam daher, weil ich nicht genau auf die Uhrzeit geguckt habe und dann waren auf einmal 20 Minuten. Und ja, da war ich wohl etwas sofort zu schneiden oder lag was. Hey, ein Moschereistand. Und ja, das nächste Mal werde ich dann wohl ab 15 Minuten mitten in der Szene irgendwann mal Start drücken und sagen, jetzt kommt ein Schnitt. Das wäre wahrscheinlich wohl besser. Dann spare ich mir und euch, also nee, euch nicht, aber mir Arbeit und ja, ist auch ein bisschen praktischer. So, so mit euch hatte ich schon letztes Mal Probleme, als ich hier durch wollte. So, wir gehen jetzt direkt hier zum Lawn-Hügel, weil wir wollten ja Richard die schönen Blumen zeigen. Oh, da hat mein Spiel gerade ein bisschen gehängt. Was sollte das denn? Oh, it's beautiful. I'm glad I could show you this, Richard. Would be a shame to come all the way from the capital and miss it. You wanted nothing more than to show me this? Yep, pretty impressive, huh? Diese Blumen, die sich außerdem dafür berühmt, dass unbekannte amnesiekranke Mädchen irgendwo bei ihr schlafen. You're really something. There you are, your highness. Oh nein, es ist Jin. Bryce. Ja. Your highness? Wait, you're Prince Richard, the son of our king? The guards are quite frantically searching for you, my prince. I am most disappointed that you put them through such agony. Well, I apologize for the trouble, Bryce. No apology required. In fact, this makes things much easier for me. Jetzt kommt er wieder mit seiner Schwungklaue. I thought today's lesson was over. This is no lesson, boy. This is a duel to the death. To poor Richard's death, in fact. What? There are no guards to help you here, my prince. Your life is mine. No! Richard, get back! We fight hard, da. We can take him! Na gut. Guck mal, dass er nicht sein Wakizashi rausholt. Und Shinzo auf uns jagt, aber wenn jemand hier Bleach kennt, dann wird sowieso keiner verstehen, von was ich hier gerade rede. Aber ach du Sch. Oh nein. Was zum. Was hat denn. Was war das? Oh Gott, was ist das denn? Was willst du mich ver. Ja, jetzt muss ich ja schon im Pro-Modus gehen. Ja, Strategie, das erklärt sich bestimmt von alleine. Heilen. Unter 75%. So, ich wusste noch nicht mal, dass er diese Flammenangriff machen kann. Ich heile mich schon selber. Danke. Setzen Apfelgummi ein. So, ach, Kacke. Wie viel zieht denn der Typ ab? Und wie wenig ziehen wir ab? Und wie viel zieht er ab? Oh, oh, oh. Ja, mach weiter. Mach weiter so wie. Aua. Oh. Da. Oh. Was ist das denn? Warte. Ey, wieso zieht denn der so viel ab?
Was soll denn jetzt? Müssen wir mit Sophie alleine kämpfen? Na, wollte ich eigentlich vermeiden. Deswegen bin ich nochmal an Land gegangen, um zu gucken, ob die irgendwie Rüstung haben. Aber nein. Und da fand das hier so was ein. Habe ich hier noch nie einsetzen gesehen. Boah. Die Gegner waren bis jetzt alle noch voll einfach. Also hätte ich mir doch ein paar Tränke des Lebens noch holen sollen. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass der so viel abzieht. Und vor allem bei ihr zieht er so gut wie gar nichts ab. Boah. Nee, aua. Ich habe schon bei Mega Man so aufgefällt, da muss das jetzt hier nicht auch unbedingt sein. Oh, jetzt sieht er auch noch viel mehr. Nein, nein, nein. Ja, so sieht man übrigens Items ein. Oh! Nein, 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 hör auf damit. So, jetzt bitte stirb. Jetzt zeige ich hier schon Skills, die man erst für das Endgame braucht, ey. Mann, könntest du bitte sterben? Ich lasse dann noch. Komm schon. Jawohl! Bam! Espel ist tot, aber was soll's? Ja, 40 Erfahrungspunkte, mein Gott. Als ob die jetzt einen Unterschied machen. So, damit hätten wir Ichimaru-Jin besiegt. Bevor er seinen Bankai einsetzen konnte. Oh, und Espel steht wieder. Ja, während er am Boden lag, hat er seine Schuhe gekopft. Ich packe zu viele Insider rein. Ja, wenn man so ein Anime-Spiel spielt, dann müsste man ja hoffentlich einige davon erkennen. Ach ja, und Richard fällt gerade eine Kippe runter. Ganz nebenbei. Und wir sind tot. Game over. Let's play vorbei. War schön. Hat mir Spaß gemacht. Nein, der ist tot. Richard! He wasn't hurt. Really? Okay, good. That's good. You look happy, Asbel. Why are you happy? I'm happy because you and Richard are alive. Because we're alive. Where? We fell off the cliff. I think the sun went down while we were knocked out. Are you okay, Richard? Nothing broken or anything? No, I think I'm fine. Wieso muss ich bei Richard irgendwie an einen Schlumpf denken, wenn ich seine Kleidung so ansehe? Aber egal. Asbel, yes? I owe you my life. Please, take this. Why are you giving me your ring? I owe you a great debt. This is the least I can do.
No way. No, I won't take it. But I didn't save you for money or power or because you're some dumb prince. I did it for... Oh, never mind. I didn't mean to insult you. Forgive me. We should go back, Asbel. Yeah, we should. But, not really sure how. I guess we just have to climb. Sophie, Richard, I think it's time for a little hike. If monsters come, we fight together. That's the only way we'll beat them. Yes, of course. All right, let's go. Yo, hey! Die Gruppe besteht nur noch aus Richard, was sie vorher eigentlich auch schon tat. Aber jetzt kann er auch kämpfen. Wie man gesehen hat, falls man es gesehen hat, er hat als einzigster... Oh, eins geht. Oh, der Schatzdruck. Das hat natürlich Vorrang. Er hat als einzigster eine Waffe bei sich, eine vernünftige. So, persönlich. Hey, Richard? You seem reserved. This is very unlike you. Why would Bryce try to assassinate you? I can think of several reasons, but none that are worth sharing. But why not? I fought him off, you know. You can trust me. Nein, du lagst nur am Boden, Asper. It's more complicated than that. What's wrong? You're making your angry face again, Asper. I'm not angry. I'm just frustrated. Okay, das musst du aber Sophie erklären. Das ist noch zu hoch für sie. So, komm her, Dude. Wir haben keine Tränke des Lebens. Das heißt, wenn jemand hier K.O. geht, dann haben wir ein Problem. Ja, das heißt sozusagen, keiner von uns darf K.O. gehen. Ja. Wir hatten ein Messerchen, was wahrscheinlich mehr Schaden anrichten würde als so ein Holzstock oder die Fäuste. Naja, vielleicht nicht. Aber... Genau, ich hau mit meinem Holzstock alle kaputt. Ja, okay, die Fäuste von Sophie werden wahrscheinlich doch ein bisschen wehtun, aber... Okay, das mit dem Trank des Lebens hat sich schon wieder geklärt. Finde ich gut, dass das Spiel so mit mir zusammenarbeitet. Können wir irgendwie so eine Bindung zueinander aufbauen. So. Diesen Angriff wollte ich die ganze Zeit bei Bryce machen. Ich meine, bei Jin. Wer ist Bryce? Ich kenne nur Jin. Naja. Eleganter Blitz wurde verbessert. Vorwärtsschritte. Kleine feindliche Wurfgeschosse können nervig und sogar hochgefährlich sein. Bewirft sich ein Gegner für einen Vorwärtsschritt aus, um seine Wurfgeschosse abzuwehren. Da sich nicht alle Wurfgeschosse so aus dem Weg räumen lassen, solltest du experimentieren. Ja, aha. Das heißt, am besten düse ich auf alles zu und wenn ich Glück habe, dann... Tut es mir nicht weh. Oh, ups. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Verlassenes Nest. Und Brüderstolz. Probably a bird of some sort. No, it wasn't a bird. What was it again? If Hubert was here, he'd know for sure. Hubert is your brother? Yeah, and he's super smart. He's always reading books and studying, so he knows everything. I mean, yeah, he's a bit of a wuss, but who cares when he's a genius? You seem very proud. Yeah, I am. But don't spread that around, okay? I'll show you what I can. Oh, ich wollte gerade einen Schnitt machen. Mann! So. Oh. Ein paar Sekunden noch. Das schaffe ich doch locker. Aua, aua. So, wie ich das schaffe. Ach ja, ich habe ja Heilung bei ihr noch eingestellt. Da muss ich irgendwann mal... genau darauf eingehen. Ja, ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht am besten auch eine Siegespose, weil das sieht immer gut aus und tschüss.
Bye-bye.